Michael Schaub nimmt London ins Visier. Der 22-jährige Sportschütze studiert an der Biberacher Hochschule. Er leidet an einer Muskelschwäche und geht bei mehreren Schießwettkämpfen der Paralympics an den Start. Ja, so richtig realisiert hat man es wahrscheinlich noch nicht. Also ich freue mich natürlich auf das Leben im Olympischen Dorf. Man hat ja jetzt im Fernsehen die Olympischen Spiele gesehen und man lernt endlich auch mal die Sportler von den anderen Sportarten kennen. Und sind ja dann auch 3 Wochen eine lange Zeit, die man mit der Mannschaft auch verbringt. Also ich freue mich riesig. Momentan bereitet er sich in seinem Verein, dem Schützenverein Birkenhardt, auf seinen Einsatz in London vor. Ja, also im Moment ist halt viel Training angesagt. Das heißt in den verschiedenen Disziplinen, wo ich starte. Und wird dann nicht mehr so das massenhafte Programm geschossen, sondern eher auf die Feinheiten eingegangen. Das heißt verschiedene technische Elemente, abziehen, zielen. Michael Schaub startet in 3 Disziplinen, unter anderem Luftgewehr liegend. Dabei müssen die Bleikugeln auf die 10 Meter entfernte Zielscheibe geschossen werden, 60 Schuss in 75 Minuten. Das Finale erreicht Michael Schaub wohl nur, wenn er 60 Mal die 10 schießt. Trotzdem macht sich der 22-Jährige ohne Druck auf den Weg nach London. Also wir fliegen am 22. August nach London, haben dann eine Woche so ein bisschen zum Akklimatisieren, Einleben, haben da freies Training. Dann hat man jeweils vor seinem Wettkampf am gleichen Tag und meistens auch am gleichen Stand ein offizielles Training. Und mein erster Wettkampf ist dann am 1.9. Und dann habe ich noch am 4. und 5.9. die beiden anderen Wettkämpfe. Seit seiner Geburt leidet Michael Schaub vom Rumpf abwärts an Muskelschwäche. Viele Konkurrenten mit der gleichen Krankheit hat er nicht. Es haben alle unterschiedliche Krankheiten. Sehr oft sind halt Querschnitte durch Unfälle oder es gibt auch Armamputierte. Und da wird man dann eben je nach Behinderung, nach Krankheitsgrad in Klassen eingeteilt und bekommt Hilfsmittel zugewiesen. Also ich darf mich zum Beispiel hinsetzen aufgrund der Gehbehinderung. Wenn man jetzt einen Querschnitt hat, dann darf man sich auch noch anlehnen, weil ja die Bauchmuskeln außer Funktion sind. Oder Einarmige haben zum Beispiel eine Feder, wo dann das Gewehr drauf liegt, zum Ersatz eben. Mit der Teilnahme bei den Paralympics geht für Michael Schaub ein Traum in Erfüllung. Er will die Zeit genießen, auch deshalb verschwendet er keinen Gedanken an einen Sieg. Ja, Finale wäre natürlich toll. Medaille, sag ich mal, wäre jetzt noch ein bisschen früh, sind meine ersten Paralympics. Und also wenn ich so unter die Top 20 vielleicht komme beim Kleinkaliber, dann wäre das für mich persönlich schon ein Erfolg. Und das große Ziel wäre natürlich eine Finalteilnahme. Und das sollte doch auf jeden Fall klappen. Wir drücken Michael Schaub fest die Daumen.